den jungen Jean-Philippe Gatien. Im ersten Einzel Georg Böhm gegen Birochaud. Und wir steigen jetzt in dieses erste Einzel um, in dem Böhm den ersten Satz gegen Birochaud gewonnen hat. Wir steigen live ein in dieses Einzel, in dem Böhm unter Umständen der Ausgleich gelingt. Und es sieht sehr gut aus. Er führt mit 6:1. Und sollte Georg Böhm diesen Satz gewinnen, dann hätte Ralf Wosig noch die Chance, diesen Europa-Liga-Kampf zugunsten der deutschen Mannschaft zu entscheiden. Denn es gewinnt ja, wer zuerst 4 Punkte hat. Insgesamt sind es ja 7 Begegnungen. Es wird uns leider nicht die Zeit bleiben, verehrte Zuschauer, Ihnen diesen Europa-Liga-Kampf bis zum Ende zu zeigen. Unsere Sendezeit ist beschränkt. Wir müssen um 23 Uhr mit dieser Sportsendung fertig sein. Wir hatten gehofft, dass dieser Europa-Liga-Kampf auch nicht gar so lange dauern würde. Wie gesagt, wir verabschieden uns jetzt bei einem klaren Vorsprung von Georg Böhm gegen Patrick Birochaud hier aus Königswinter, Oberpleis. Ich nehme an, dass Böhm dieses Match zu seinen Gunsten entscheiden wird. Und dann hat Ralf Wosig die schwere Aufgabe, gegen Jean-Philippe Gatien den entscheidenden Punkt zu holen. So viel aus Königswinter Oberpleis. Ich gebe zurück ins Sendezentrum.